Frei verfragt, der Politalk im Norden. Wir sind heute in Wismar im historischen Zeughaus und sind beim Thema Vorratsdatenspeicherung und haben gerade eben mit Manfred Murg vor den Nachrichten aufgehört. Deswegen setzen wir auch mit Manfred Murg, damit er nicht ganz so gehetzt reden muss, fort. Lieber Herr Murg, bleiben wir einen Moment bei den Fakten. Es gibt bei Vorratsdatenspeicherung einen Punkt, nämlich Gespräche von Ärzten, Seelsorge-Hotlines, Rechtsanwälte, Abgeordnete, Journalisten werden mit gespeichert, dürfen aber nicht verwertet werden. Wie realistisch aus Ihrer Sicht ist tatsächlich diese Form von Ausnahme nach dem Motto Beifang und wenn wir mitkriegen, das ist ein Journalist, schmeißen wir in den Topf? Also wir haben das bisher schon sehr luzide gemacht. Was heißt luzide? Sorgfältig, sage ich mal. Okay, gut. Es hätte ja sein können, dass ich umnachtet gearbeitet habe. Im Bereich von Abhörmaßnahmen. Und da ist die Regel so, wir dürfen durchaus Daten erfassen, die beispielsweise ein Rechtsanwalt gesprochen hat, wenn klar ist, er tut das nicht in seiner Eigenschaft als Rechtsanwalt, sondern er tut das in seiner Eigenschaft als NPD-Funktionär zum Beispiel. Also, und diese Abwägung zu sagen, also was geht und was geht nicht, das ist natürlich, sagen wir mal, etwas, wo auch, ich will nicht sagen Missbrauchsmöglichkeiten, aber wo Abwägungen erforderlich sind. Also es bleibt da eine Gemengelage, die dann durch die Sachbearbeitung, aber auch dann durch die rechtliche oder parlamentarische Kontrolle überprüft werden muss. Aber das fällt nicht sofort vom Himmel. Da liegt sozusagen ein Spielraum zwischen. Terrorzellen, liebe Frau Lauthauser-Schnarrenberger, arbeiten in der Zwischenzeit heute mit Wegwerfhandys, Prepaid-Karten, nutzen Callshops, Internetcafés, Krypto-Handys, alles, was früher sehr teuer und aufwendig war. Diese Kommunikationswege erfasst das Gesetz hier nun offenbar nicht, nach dem, was ich weiß. Sind denn damit die Schlupflöcher für die schweren Jungs nicht noch eher zu groß? Natürlich gibt es durch technische, Sie haben es ja genannt, Umgehungsmöglichkeiten, alle möglichen Türchen, die offen sind oder große Türen, die offen sind für die, die wissen, sowas passiert oder die potenziell sagen, wir nutzen immer das, womit wir möglichst nicht erfasst werden. Also das hat sich ja bis nach Afghanistan damals auch umgesprochen. Auch die Taliban waren da ja hochprofessionell. Und wahrscheinlich werden es die IS-Leute oder die ISIS-Leute eben auch sein. Es geht nicht alles. Es ist nicht möglich, technisch alles zu erfassen. Das zeigt schon, dass auch dieser Ansatz in meinen Augen einer ist, der zwar hier versucht, mit einmal 80 Millionen Bürgerinnen und Bürger in Deutschland zu erfassen, aber damit auch begrenzte Wirkung hat. Aber das minimiert ja nicht die Kritik auch an diesem Vorgehen. Heißt das, Sie wären mit einer für andere Ermittlungszwecke schärferen und damit engeren Form von Schleppnetz einverstanden, wenn man in der bundesdeutschen Form der Auswirkung dieses Gesetzes eine etwas rigidere Form finden würde? Für mich ist der Kernpunkt, dass anlasslos Daten vorgehalten werden, auch von Berufsgeheimnisträgern, wie es ja jetzt im Gesetz, im beschlossenen Gesetz steht. Ich denke, das, was aus meiner Sicht Sinn macht, ist zu sehen, wo gibt es Anhaltspunkte, konkretere Anhaltspunkte, um zu sagen, ich kümmere mich um einen begrenzten Personenkreis. Und weil ich hier Anhaltspunkte habe, sehe ich zu, wie ich dort versuche, Informationen zu gewinnen. Aber nicht lege ich so ein riesengroßes Netz über die gesamte Bevölkerung. Das ist ja immer so dieser Ansatz, der diskutiert wird, was ja auch Grundlage nach meiner Lesart des Gerichtshofs der Europäischen Union ist. Die sagen, wenn man einen Zusammenhang hat zwischen gespeicherten Daten und dem, was Gefahr für die Sicherheit ist, dann kann man das auch vertreten. Für eine begrenzte Zeit, für unter ganz bestimmten Gesichtspunkten, für nur ganz bestimmte Straftaten, aber nicht dieses Schleppnetz auswerfen. Manfred Börner, brauchen Sie in der Praxis nicht eigentlich viel mehr Geld und viel mehr Leute? Hilft diese Debatte und die Vorratsdatenspeicherung tatsächlich? Wenn ich die Standpunkte des GdP richtig in Erinnerung habe, waren Sie ja, glaube ich, für mehrere Monate Vorratsdatenspeicherung, also sprich für einen deutlich größeren Zeitraum, in dem diese Daten zur Verfügung sind. Als Gewerkschaft der Polizei haben wir immer vertreten, dass wir eine moderne Ermittlungsmethoden brauchen, auch um modernen Tätermethoden zeitgerecht und zeitgemäß entgegentreten zu können. Und wir sind nun mal in einer digitalen Welt, wo das beschriebene Phänomen auch der Verbrechensausübung eben über moderne Medien stattfindet. So. Und wenn
die Position der Freien Demokraten, übrigens auch der Piraten, wie ich weiß, in meinem Bundesland sind die ja im Landtag vertreten, so weit geht, dass Bürgerrechte unter keinen Umständen mit dem sogenannten Schleppnetz tangiert werden sollen, dann ist das eine Position, die respektiere ich, die respektiert die GdP. Ich sage aber, dann muss man offenen Auges akzeptieren, dass es, und das ist nicht das Allheilmittel, die sogenannte Vorratsdatenspeicherung, da bin ich bei Herrn Morg, sondern es ist ein Ermittlungsinstrument, was ich dann nicht nutzen kann, um, ich sag mal, auch sozialschädlicher Kriminalitätsentwicklung wie Kinderpornografie einigermaßen wirksam entgegentreten zu können, aber gerade bei dem Deliktsfeld. Also das heißt, so. Vorratsdatenspeicherung länger und mehr Geld und mehr Leute. So, und wir sind grundsätzlich von einer Vierteljahresfrist überzeugt, dass man eine praktikable Frist braucht, weil es handelt sich hier um Deliktsfelder, die sind nicht mit Ladendiebstahl oder eBay-Betrug gemeint, sondern um komplexe Verfahren, die eben auch Zeitansätze brauchen. Ich brauche Beschlüsse, ich brauche Staatsanwälte, mit denen ich gemeinsam mich auf ein Vorgehen verständige, bis ich überhaupt einen richterlichen Beschluss bekomme für diese zweifellos schwerwiegende Einschränkung von Bürgerrechten. Das heißt, dass man Zeit braucht, ob diese 10 Wochen, die 4 Wochen glaube ich eher sicher nicht, aber die 10 Wochen reichen, das steht zunächst erstmal in Frage. Wir hätten uns ein Vierteljahr gewünscht. Das ist schwierig. Aber wir haben einen Schritt und wir haben ein kontrolliertes Verfahren im Moment durch den Bundestag bekommen, wo ich sage, das ist schon der richtige Ansatz. Man kann auch über den Deliktskatalog streiten. So, wenn man das denn tut, dann brauche ich Material und Menschen, die das auch können. Ich als analoger Polizist, sage ich mal ein bisschen despektierlich, wäre zweifellos überfordert, mit den modernen Instrumenten arbeiten zu können. Aber da braucht man Manpower. Sie müssen wie ein Journalist eigentlich nur wissen, wer es kann, ich weiß. Lieber Professor Wiegand-Hofmeister, bei der Güterabwägung, wenn wir das mal von der abstrakten Seite betrachten, ohne es zu tief abstrakt werden zu lassen, wenn Sie es von der Güterabwägung Bürgerrecht und Freiheit und dem Gegenbeispiel Täterschutz mal betrachten, um es etwas zuzuspitzen. Wie soll und warum schaffen wir in Deutschland nicht in einem zweiten Anlauf, wir sprechen von Vorratsdatenspeicherung 2.0, warum schaffen wir es keine Gesetze zu schreiben, die diese Güterabwägung halbwegs hinbekommen? Entweder kassiert es Karlsruhe oder es kassiert der EuGH. Können wir keine Gesetze mehr schreiben oder wollen wir nicht? Das ist ja noch gar nicht ausgemacht, ob dieses Gesetz die Klagen sind ja schon vor in Karlsruhe. Ja gut, aber die Entscheidung noch nicht. Ne? Also insofern muss man auch eines in den Blick nehmen. Es geht hier ja auch immer um Handeln eines demokratischen Rechtsstaats. Und das Bundesverfassungsgericht akzeptiert natürlich auch, dass der demokratisch legitimierte Gesetzgeber, der Bundesgesetzgeber, auch einen gewissen Einschätzungsspielraum hat, innerhalb dessen er sich bewegen kann. Und ich vermag das aus heutiger Sicht nicht abzuschätzen, ob man sagen kann, die Abwägung 10 Wochen bzw. 4 Wochen ist eine Abwägungsentscheidung, die noch verfassungsrechtlich Bestand hat oder vielleicht nicht. Das wird sich letztlich zeigen. Ich selbst habe mit der Vorratsdatenspeicherung, wie sie jetzt in Kraft getreten ist, ein anderes Problem. Nämlich, und insofern möchte ich darauf verweisen, dass die Polizei und die Polizeivertreter ja mit aller Ehrlichkeit an das Thema rangehen und sagen, was benötigt man für welche Ermittlungserfolge. Ne? Und wenn man das dann nicht haben will, dann muss man sagen, oder nicht haben kann aus verfassungsrechtlichen Gründen, dann ist das dann eben auch so. Aber wir haben hier vielfach eine Gesetzgebung, die anknüpft an schwerste Straftaten. Ne? Wir haben ja den Katalog, ne? der in der Tat... Zum Punkt kommen, die Schleife nicht nochmal Luft holen. ...beachtlich ist. Punkt ja. Ich komme auf den Punkt, wobei ich dann denke, hier ist das Gesetz vielleicht nicht hinreichend effektiv. Das kann ich natürlich nach dem Punkt noch näher ausführen. Wir kommen in die nächste Runde, machen erstmal eine kurze Pause und einige Minuten Nachrichten, sind gleich wieder da und hoffen, dass Sie das auch sehen. Vielen Dank erstmal für den Moment.